Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der German Music News. Heute geht es um die neue Single von Lina Larissa Strahl. Fangen wir mal an. Um wen handelt es sich hier? Lina Larissa Strahl ist eine deutsche Schauspielerin und Singer-Songwriterin, unter anderem unter dem Künstlernamen Lina. Hat sie bereits zu Bibi und Tina die Alben und einige Singles veröffentlicht. Bekannt wurde sie nämlich auch genau durch dieses. Bei einem von Kika ausgetragenen Wettbewerb gewann sie Dein Song, die Wahl zum Nachwuchs-Songwriter des Jahres. Und ja genau, im Sommer 2013 sprach sie für eine Rolle im Film Bibi und Tina, der Film, vor und bekam auch gleich die Titelrolle. Seitdem ist sie bei jedem Film dabei gewesen. Jetzt folgt ja Ende Februar der letzte Nachfolger wohl. Bibi und Tina Nummer 4, und zwar Tohuwabohu Total. Dazu gab es bereits auch schon den Soundtrack, aber es soll ein ganzes Soundtrack-Album veröffentlicht werden. Und unter anderem ist dadurch heute auch die zweite Single Wunder erschienen. Ebenfalls wieder ein Eigensong von ihr. Na gut, bei Tohuwabohu war Luis Held dabei, ebenfalls ein Sänger und auch ein Schauspieler bei Bibi und Tina. Den Songtext habe ich auch schon gefunden, der ist auch schon auf der Website bibiundtina.de vorhanden. Den werde ich euch ebenfalls in die Beschreibung geben. Ja, der Inhalt lässt sich gut im Refrain erklären. Ich glaube zwar nicht an Wunder, aber nehmen würde ich schon. Wenn jetzt glauben wirklich Berge, dann will ich mehr davon. Das ist kein Tor, das sich jetzt öffnet, auch der Himmel steht. Nur still und nichts, nichts geht. Sehr interessante Message, die in dem Song Wunder von Lina Larissa Strahl angeschnitten wird. Insgesamt sind auf dem Soundtrack-Album zum vierten Kinofilm Tohuwabohu Total, welcher am 24. Februar erscheint, der Kinofilm erscheint übrigens einen Tag vorher, gibt es erstmal die 13 Titel die 13 normalen Titel, und dann folgen noch 10 weitere Akustikversionen, also Karaoke. Ja. Außerdem noch unter anderem ein, zwei Remixes dabei. Auch weitere Features sind da und auch andere Schauspieler singen. Also nee, es ist kein Album, welches nur von Lina Larissa Strahl gesungen wird. Genau. Mehr Infos zu dem Song. Der Song ist heute auch veröffentlicht. Unter anderem auf Spotify. Amazon Link gebe ich euch wie immer in die Beschreibung. Da könnt ihr euch den Song downloaden. Und anhören natürlich auch kostenlos auf Spotify möglich. Das war's bei den Music News. Bis zum nächsten Mal und ciao.